Herzliches Willkommen zurück zu Agaboration, immer noch mit dem Basilisken. Hide and Seek und mit mir natürlich. Mit wem sonst? Ja, ich habe zwei von diesen Samen hier rausgekriegt, während ich jetzt hier gewartet habe, beziehungsweise während ich hier die Schlange ausgeräumt habe, sag ich jetzt mal. Wo hängst du denn jetzt schon wieder? Am Baum. Okay. So, ich hatte gesagt, ich hatte gesagt, wir gehen drüber auf die andere Seite. Hoffen, dass wir dort direkt, wie spät haben wir? Ja. 28. Dass wir dort direkt ein Scheinhörnchen finden. Ja, mein Gott, es tut mir leid. Ich konnte nicht bremsen. Es tut mir wirklich leid. Boah, im Wasser ist sie wirklich langsam. Swim, swim. Okay. Und dann holen wir Metall und blaue Edelsteine. Unsere Schlange kann ja ziemlich viel tragen. Da oben ist ein Rat. Da laufen überall Dodos. Wieso ist das rot? Komisch, oder? Ach so, weil wegen dem. Komm, weiß, weiß, weiß. Oh, ist ja noch einer. Lasset. Wegen der Lichtverhältnissen wollte ich sagen eigentlich. Deswegen ist es hier wahrscheinlich jetzt rot gewesen, dass. Dieser grüne Streifen. Komm raus. Weiß, weiß, weiß. Sehr gut. Was? So, das ist die Schlange, die so laut ist. Ja, wo sind denn jetzt die ganzen Scheinhörner, sag mal? Ist da vorne eins? Nee, was ist das? Das ist eine G. Ist das hier? Eine Schnecke. Und das ist auch eine Schnecke. Was seid da? Gut, ist auch egal, wir werden erstmal hier blaue Edelsteine nehmen. Schütz mich bloß. Was ist das da oben? Ist das eine Schlange, sag mal? Ja, es ist gar nichts. Es ist eine Wand. Ach, da oben. Mit 12. Okay. Und jetzt fällt mir gerade auf, das ist, glaube ich, nachgespawnt, oder? Das haben wir doch abgebaut hier, oder nicht? Oh, ich bin überladen. Schlange! So. Eigentlich, ne, hat ja diese Schlange ziemlich gute Werte, muss ich sagen. Und wenn die schon so gute Werte hat, und die war ja klein, was hat denn dann erst eine große? Ist sie denn unbesiegbar? Take this, please. Und wir auch ein bisschen Kristall raus. Was war das? Nix. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ist das jetzt, wiegt das jetzt weniger da? In der Schlange? Ich glaube nicht, ne? Boah, hier ist jetzt auch noch dunkel. Ja, super. Ach, wisst ihr was? Ich habe doch Leuchtstäbe dabei. Wenigstens ein bisschen was sehen. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, ich benutze sie halt nicht so oft. Die sind so selten, wisst ihr?
So in so einem Airdrop und so findet man die ja auch nicht so oft. Ist immer so ein Glücksfall. Ja. Aber ich muss sagen, die ist schon ziemlich empfindlich, ne? Was so. Das wiegt nicht weniger da, ne? Das wiegt bei mir auch 50. Ach, schade. Schade, schade. So Dancing Bag, weißt du? Das war ein bisschen zu viel. Oh. Obwohl. Komm, das ist nur eine Schlange, ne? So, wir haben jetzt. Boah, guck mal, wie viel wir aus diesen jetzt rausgeholt haben. Fast 150 Kristalle. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700 blaue Edelsteine. Okay, das sollte erstmal reichen, ne? Wir holen noch Metall. Wow. Was? Wieso ist mein Ding jetzt wieder weg? Ist er weggebissen worden? Hallo? Scheinhörner. Wo seid ihr denn? Gibt's doch nicht. Könnte nicht einer aufgefressen worden sein. Das gibt's doch nicht. Was war das? Ach so. Toll. Toll. Gegen. Was habe ich denn da jetzt getreten, sag mal? Mal schnell einen Blick hier werfen. Das ist nicht Snigel. Es tut mir leid, Schnecke. Ich hoffe, ich treffe dich nicht. Das ist ein Käfer. Ey, wollt ihr mich echt natzen, sag ich jetzt mal jetzt hier? Oh, wir hauen schon wieder ab. Ich hab Schiss. Genau. Oh, da kommt sie schon wieder. Dreh dich. Wow. Was war das? Komm, wir gehen einfach mal hier hoch. Ich hoffe, dass hier nichts kommt, eventuell. Und, ja. Oder kommen die hinter mir her? I don't know. Wir fliehen jetzt einfach mal. Wir kämpfen jetzt nicht. Wir suchen nach einem Scheinhorn. Weil ich jetzt keine Lust mehr habe, zurückzugehen. Das ist ja wirklich der echte Hammer. Sonst sieht man die hier an einer oder in einer. Aua! Don't do it! Don't do it! Don't do it! Sitz doch nicht einfach da! Einmal! Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Ohne Licht geht's auch. Schwierig mit der Schlange, aber es geht. Boah, Scheinhörner, wo seid ihr? Sonst müssen wir es ohne machen. Das ist eine Snegge. Das ist auch eine Snegge. Aber gut, hier scheinen keine Nämlis zu kommen. Und wenn ich jetzt hier oben abbaue, das wäre jetzt, glaube ich, doof, oder? Sonst die springt mir dann runter da. Oh. Sorry. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen zurückgehen, damit ich hier. Da. So. Ja gut, aber was soll jetzt hier kommen, ne? Komm, wir bauen das hier ab jetzt hier. Was ist das denn da?
Hängt so in der Luft. Bauen wir. Das ist bestimmt magisches Metall. Ganz sicher. Wenn du nicht mit dem Kopf so ein bisschen. Komm ein bisschen näher. So. Perfekt. Das ist perfekt. Hier, halt mal fest. Jetzt wissen wir auch, warum die Schlange so viel tragen muss. Oder tragen kann, nicht tragen muss. Weil es genauso viel wiegt, als wenn ich es tragen würde. Wieso wackelt die so komisch? Sag mal. Ach so, weil die ganze Zeit hier züngelt. Die gute. So. Ja, ich versuche mal ein bisschen näher ranzukommen, damit ich, wenn ich dann abbaue, direkt reinpacken kann. Dann brauche ich nicht ständig aufhören, hinlaufen, zurücklaufen, abbauen, aufhören, hinlaufen, zurückbauen, abbauen. Zurücklaufen. Jetzt komme ich schon durcheinander, was ich als erstes machen muss. Ich habe was auf den Kopf gekriegt. Ah nein, hier. Halt den Sieg. So. Ach, da ist ja noch was direkt daneben. Hab ich gar nicht gesehen. Na gut, wissen wir Bescheid. Hier oben haben wir Ruhe vor Nameless. Hier oben sind keine auf dieser Brücke. Wenn man die Schlangen hier dann erledigt hat und eventuell Atropleuras und so. Komm, jetzt schmeißen wir auch mal hier raus. Dann haben wir hier gar keine Probleme. Suche ich eigentlich? Das ist doch ganz offensichtlich. Warte mal, bin ich nah genug? Nee. Nee, dich wusste es. Ich hab's gewusst. So. Jetzt. Was? Was denn? Was war denn da? Bitte schön. Mein Gott, nee, hat er mich erschreckt. Bestimmt noch. Die Leiche von vorhin. Das kann sein. Okay. So, du bist jetzt schwer, würde ich mal behaupten. Gib mir mal ein bisschen von dem Fleisch. Dann schmeißen wir mal ein bisschen was raus und dann hast du trotzdem noch was in deinem Inventor. Oder Inventory? Nein! Da. Erstmal das Filet raus. Sowieso gleich vergammelt. Und dann nasse Fleisch. Ja, okay. So, hier, das kriegst du wieder. 2, 4, 6. Was habe ich jetzt da reingetan? Achso. 2, 4, 6, 700 Metall. Da vorne ist ein lila Loot. Komm, wir holen den. Gucken mal da rein. Oh, ich hab dich nicht gesehen. Das tut mir leid. Auch wenn es eine Schnecke ist, aber. Sorry. Ja, seht ihr? Ist doch unheimlich, unheimlich selten, dass man Klicklichter in einem lila Loot findet. Yeah. Das war voll toll. Ich habe die schon lange ge gesucht. Und da vorne ist ein Rock Drake. Der macht den Brummkreisel. Gut. Snagge, es tut mir leid. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Platz. Könnten wir ja eigentlich noch ein bisschen Metall mitnehmen, ne? Jetzt hängt sie da fest, bitteschön. Was soll das? Was? Dreh dich doch. Dreh dich doch dahin. Und jetzt geht's. Komm, wir gehen mal ein bisschen weg von dem Rock Drake. Ja, toll. Nicht weglaufen jetzt. Wir nehmen noch das Metall hier mit und dann gehen wir weiter.
Also wieder zurück. Geh mal weiter, ist gut. Es tut mir leid. Jetzt hau ich schon meine eigene Schlange, sag mal. Sorry. I'm so sorry. So. Komm, das reicht. Du bist schwer genug. Was ist das da? Tasche? Nee. Ein Stein. Das sah merkwürdig aus irgendwie. Scheinhörnchen haben wir keinen gefunden, aber gut, das haben wir jetzt auch nicht gebraucht. Ne? Ist ja voll super. Hier oben kommen sie nicht hin. Wissen wir Bescheid. Gut. Okay, gehen wir mal wieder zurück. Wenn ich jetzt einen Scheinhorn sehe, ne, werde ich dann rassig aus. Aus dem Weg. Ich habe gesagt, aus dem Weg. Bin ich immer noch richtig hier? Da. Nö. Käfer weg. War das hier hoch? Nein. Da lang. Nee, das war auch falsch. Nee, es war richtig. Okay. Ist mir jetzt egal. Komm. Sollen sie als den Papa rufen? Ist mir wurscht. Interessiert mich nicht die Bohne. Interessiert mich nicht. Die hören sowieso gleich auf. Guck mal, hier oben ist alles wieder. Ach, ich wollte gerade sagen, alles wieder voll. Nee. Komm. Was ist das da? Schnecke. Habe ich. Ah, das war eine Schnecke. Ja, du bist schon ziemlich grob, muss ich sagen. Das tut mir leid. Nicht den da hauen, bitte. Danke. Was wird denn da gefressen? Achso. Da ist ein Kroko. Oh, es ist dunkel. Ja, im Wasser ist sie sehr, sehr langsam, muss ich sagen. Ja gut, jetzt haben wir ja wieder ein bisschen... Komm, wir wollen mal nicht alles umhauen hier, oder? Im Wasser ist sie sehr... Was wollte ich jetzt sagen? Im Wasser ist sie sehr langsam. Ja. Ey, nee, jetzt haben wir ja genug... Jetzt haben wir ja ein bisschen wieder Metall und wir haben blaue Edelsteine geholt. Oh nein! Das ist wie... So einen Unfall mit dem Auto verhindern wollen würde. Keine Ahnung, wieso ich das jetzt gesagt habe. Ist auch egal. Darkness. Wir sind sofort wieder an der Base und dann geht's wieder. Hier sind bestimmt wieder Hunde, denke ich. Hier spawnen immer irgendwie Hunde. Doch nicht. Aber dass ich da so viel in Ausdauer reingepackt habe, war schon ziemlich sinnig. Also 2000 Ausdauer sollte, glaube ich, schon mindestens sein, ne? Also ich sehe jetzt nichts, ne? Wenn jetzt hier irgendein Tier auf den Boden setzt, dann ist das nicht meine Schuld. Kann ich nichts dafür. Okay. Jo, wir brauchen nicht durch die Tür gehen, wir gehen einfach oben rum. Oder durch. Komm schon. Du kommst da durch. Komm schon. Ich sehe gerade, da oben ist ein lila Loot. Hallo? Was machst du denn? Ja. Ja? Hä? Achso. Schon gedacht jetzt. Ach, der ist da unten. Ich dachte, der wäre... Nee, der ist hier. Hä? Nee, der ist nicht hier. Wo bist du? Bist du doch unten? Okay. Gucken wir mal. Im Stein oder was? Echt jetzt? Ich wollte die Knicklichter haben. Ja, mein Gott, ne, ehrlich.
Why? Es ist so dunkel. Es ist so dunkel. Ich muss mir ein Leuchtchen nehmen. Lauf nicht weiter. Wenn ich habe Schnauze voll, was das angeht. Ach, da vorne ist doch eins. Komm. Nehmen wir uns das. Oh. Du hast auch schon 1400. Wie viel Level hast du gemacht? 7. Komm. Und die restlichen 2 noch da rein. So. Okidoki. Ich werde mir aber jetzt meinen Hund runterholen, damit wir das ganze Metall... ne, ich muss da lang. Ich muss da eine Leiter hin machen. Ach, ich brauche gar keinen Hund runterholen. Ich habe einen Hund hier. So. Schmieden laufen. Hund ist auch leer. Jetzt habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was ich eigentlich hier machen wollte. Ich wollte die Sachen reparieren, richtig? Da fehlt es aber noch die... Genau, die habe ich da drin. Also ein paar davon. Ich habe welche oben im Schrank noch. So. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein bisschen Munition herstellen. Für die... Was fehlt mir da? Bitte? Sehen wir gleich. Für die Schrotflinte. Achso, klar. Natürlich fehlt das da. Logisch. Ich guck mal gerade. Ich habe, glaube ich, Munition für die Flinte. Habe ich schon fertig gehabt. Da nicht drin, aber da wollte ich Haken rausnehmen, weil wir die wahrscheinlich auch brauchen werden. So. Die erstmal hier rein. Eigentlich könnte ich die anderen auch mal reparieren, nicht wahr? So, ich guck mal durch, was ich hier so alles noch im Inventar habe, was ich brauche. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge mal durch die Höhle. Was haltet ihr davon? Schlechte Idee, gute Idee, keine Ahnung. Ach, wir schaffen das schon, oder? Ich nehme jetzt keinen Leuchttier mit, weil ich möchte da gerne noch ein Glowtail mitnehmen. Das finden wir auf jeden Fall dauert. Was zu essen nehmen wir mit. Ich werde noch ein paar Tränke herstellen. Ich wollte gerade sagen, hast du ein Ei gelegt? Nee, du bist einfach nur rot unterm Bauch. Okay. Weil wir brauchen nämlich noch einen Menschen. Hier, die sind ja alle hier ein paar. Du bist ein Junge, glaube ich, ne? Bist du ein Junge? Nee, ich sehe es nicht. Ja. Hat auch noch keinen Namen, das Perserleid. Okay, gut, also Schießpulver habe ich schon hergestellt. Wir machen dann, wie gesagt, ich bereite noch eben eines vor, dass wir in der nächsten Folge zur Höhle gehen können, beziehungsweise auch hinein und dann ja, erkläre ich euch dann, wie wir das dann am besten handhaben. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao!